Meine Motivation fürs Jobsharing ist ganz einfach, unterscheidet sich wesentlich von vielen anderen, die Jobsharing machen. Ich möchte einfach mehr Freizeit haben, mehr Ferien genießen und darum finde ich super, dass Swisscom mir die Möglichkeit gibt, das Jobsharing-Modell anzuwenden. Jobsharing ist für mich eine gute Gelegenheit, dass ich meine beruflichen Ziele, meine Ambitionen verwirklichen kann. Wir arbeiten in der Unternehmenskommunikation bei Swisscom. Dieser Bereich hat zwei Teams. Wir führen diese Teams beide direkt personell, also wir haben da auch nicht Zwischenhierarchien. Und wichtig ist, man stimmt sich ab und ich glaube, das ist auch eine Sache, die bei uns recht blind funktioniert in vielen Fragestellungen. Ich schätze es sehr, dass wir uns zu allen Themen austauschen können, dass ich einen Sparring-Partner habe, der meine eigenen Ideen reflektiert, wir zusammen weiterkommen, Dinge weiter treiben können. Wir sind ein inspirierendes, kreatives Duo, das sich gut ergänzt und auch zusammen Spaß an der Arbeit hat. Muss man sich mental auf ein Jobsharing einstellen, weil man ist nicht mehr allein, man ist zu zweit. Man teilt nicht nur die Probleme, sondern man teilt auch Lob. Ich denke, wir nehmen beispielsweise unseren Chef sehr viel weniger in Anspruch, weil wir viele Themen halt zu zweit vorher bereits geklärt oder weiterentwickelt haben. Claudia profitiert, Carsten profitiert und eigentlich ist es Win-Win-Win, weil auch die Firma profitiert, indem dass wir beide top motiviert sind.